Alles begann mit einem Samenkorn. Als sich eine Frau entschied, einen Samen zu behalten und einzupflanzen. Das hat die Welt verändert. Landwirtschaft begann vor über 10.000 Jahren. Aus einem Samen entstanden Tausende, die sich weiterentwickelten, diversifizierten, geteilt wurden, um die Welt reisten und Grundlage unserer Ernährung wurden. Saatgut brachte Gemeinschaften hervor, Lebensmittel, Kulturen und Traditionen. So wurden Samen zu einem Erbe der Menschheit für die Menschlichkeit. Doch Mitte des 20. Jahrhunderts brachten neue geistige Eigentumsrechte an Saatgut Probleme. Die USA haben als erste die industrielle Landwirtschaft gefördert. Die Kontrolle über die Landwirtschaft wurde auf eine Handvoll Unternehmen übertragen. Damit begann eines der schwerwiegendsten Probleme unserer Zeit, die Grüne Revolution. Sie haben die industrialisierte Landwirtschaft eingeführt, mit Monokulturen, schweren Maschinen, chemischem Dünger und Pestiziden und der Konzentration von Land. Traditionelles Saatgut fiel in die Hände dieser Unternehmen. Diese erklärten es als zu wenig produktiv und boten sogenannt verbessertes Saatgut an. Sorten wurden vereinheitlicht und Bäuerinnen und Bauern daran gehindert, ihr einstiges Saatgut zu verwenden. Im letzten Jahrhundert ging deshalb 3/4 der ganzen Saatgutvielfalt verloren, welche über 10.000 Jahre entstanden ist. Bestimmte Samen wurden gentechnisch verändert, um sie resistent gegen Herbizide oder ungenießbar für Insekten zu machen. Saatgut wurde monopolisiert von Unternehmen, die geistige Eigentumsrechte wie Patente und Sortenschutz einführten. Länder wurden genötigt, sich nach den sogenannten UPOV-Standards zu richten. Das ermöglicht es Pflanzenzüchterinnen und Züchtern in Forschungszentren, die Kontrolle über Sorten zu übernehmen, solange sie behaupten können, dass diese neuartig, homogen, beständig und unterscheidbar sind. Hinzu kamen Zertifizierungsstandards, die den Agrarkonzernen die Kontrolle über das System gaben. Diese Standards sagen, dass die einzigen Sorten, die legal im Umlauf gebracht werden dürfen, die zertifizierten und registrierten Samensorten sind, auch wenn sie nicht die besten oder gesündesten sind. Bäuerinnen und Bauern, die ihr Saatgut bewahren, teilen oder damit handeln, machen sich plötzlich strafbar. Es sind immer weniger Konzerne, die das Saatgut kontrollieren. Heute kontrollieren weltweit nur 3 Unternehmen mehr als die Hälfte des kommerziell genutzten Saatguts. Dennoch ist das traditionelle Saatgut immer noch weltweit verbreitet. Es ist zu Saatgut des Widerstands geworden, das Nein sagt zu einer Landwirtschaft, die die Lebensgrundlage von kleinbäuerlichen Gemeinschaften zerstört. Die Samen leisten Widerstand durch jede Bauernfamilie, die sie weiterhin pflanzt, um sich und ihre Mitmenschen zu ernähren. Sie leisten Widerstand, wenn sie auf Saatgutmessen gehandelt werden, auf Märkten und Treffen von Kleinbäuerinnen und Bauern. Sie leisten Widerstand, wenn sie gegen ungerechtfertigte Gesetze kämpfen. Sie leisten Widerstand immer dann, wenn sie Nein sagen zu gentechnisch modifiziertem Saatgut, zu den Agrarkonzernen und zu Großgrundbesitztum. Sie leisten Widerstand, wenn Bäuerinnen und Bauern ihr Land zurückerobern und werden so zum Keim der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie leisten Widerstand im Kampf um Ernährungssouveränität. Und solange sie weiterhin die Menschen dieser Welt ernähren.